Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Magic Arena. Wir befinden uns jetzt im Part 3. Storm the Citadel. Singleton ist aktiviert. Und es gab wieder ein neuer Sonntag ist wieder vorbei. Und das bedeutet, 3 Packs gibt's zu erobern. Außerdem 2 Juicy 750 Coins Quests. Ja, wenn das nicht hier lohnenswert ist. Ich habe außerdem 3 verschiedene Decks vorbereitet. Einmal Niv-Mizzet Reborn. Einmal, also 5 Color. Einmal Grixis und einmal Gruul. Diese 3 Decks werden wir zu den 15 Siegen führen. Und wir beginnen mit Niv-Mizzet Reborn. Schauen wir es uns mal an. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Niv-Mizzet Reborn auch überhaupt gespielt. Es wird Zeit, dass ich sie mal spiele, ganz ehrlich. Aber prinzipiell. Prinzipiell. Basiert dieses Deck auf ihm, Niv-Mizzet Reborn. Nachdem Niv-Mizzet ermordet wurde durch Assassinen, prinzipiell. Sagen wir es so, er hat es vorgeahnt. Er hat Vorbereitung getroffen und die Planeswalker konnten ihn dann prinzipiell mit der Hilfe aller anderen Gilden wiederbeleben. Und diese neue Form von Niv-Mizzet wurde auch zum neuen Guild Pact. Also Jace hat seine Rolle als Living Guild Pact verloren und Niv-Mizzet hat sie eingenommen. Und dementsprechend auch die Macht, die sie innehat, die Regeln der Stadt zu verändern zum Beispiel. Und ja, prinzipiell, Niv-Mizzet Reborn hat dann Bolas ganz schön Kontra gegeben. Zwar nicht so, dass es ausreichte, es lag immer noch an anderen, die Schlacht zu gewinnen, aber Niv-Mizzet hat einen guten Anteil daran gehabt, besonders am finalen Kampf. Er musste ablenken, prinzipiell, damit das passieren konnte, was passiert ist. Ja, prinzipiell, wie ihr schon sehen könnt, viele Farbkombinationen der Gilden, prinzipiell. Und das hat auch den Grund, Niv-Mizzet Reborn, wenn er gespielt wird, enters the battlefield, read 10 cards of your library for each color pair, also, ja, jede Gilde sozusagen. Choose a card, that's exactly those colors from among them. Put the chosen cards into your hand and the rest of the bottom of your library in a random order. Also wir kriegen im Idealfall, sagen wir mal, 5 bis 10 Karten durch ihn allein. Dazu haben wir noch einige Karten, die darauf basieren, prinzipiell. Außerdem Karten wie Prime Speaker Vanifa oder Neoform, um einfach Niv-Mizzet ein bisschen raus zu cheaten, indem wir zum Beispiel hier eine Vierer-Kreatur einfach mal verwandeln. Ja, und prinzipiell, so wie das Szenario gerade ist, die Gilden vereinen sich. Und, naja, gut, vereinen sich. Dovin hat dagegen gekämpft, natürlich. Die Gruul waren auch erst dafür, dann dagegen, dann eliminiert, prinzipiell. Simic, ja, die haben dagegen gekämpft. Azorius natürlich nicht. Orzhov hat dagegen gekämpft. Dimir hat dagegen gekämpft. Golgari war dagegen. Wobei, doch, Golgari war auch dagegen. Wir haben nicht mal alle. Izzet war dagegen. Wir haben nicht mal alle Gilden hier vertreten. Rakdos war dagegen, natürlich war Rakdos dagegen. Rakdos hat sogar selbst mitgekämpft, der Dämon Rakdos. Alles cool, ja. Gut, wir versuchen unser Glück mit diesem Deck und versuchen einfach mit diesen Shenanigans den Gegner platt zu machen. Vielleicht können wir einmal Niv-Mizzet Reborn spielen. Das muss nicht immer klappen. So, außerdem gibt es die London Mulligan Rule. Die London Mulligan Rule ist prinzipiell, wenn wir jetzt Mulligan nehmen, ziehen wir wieder 7 Karten. Allerdings dürfen wir entscheiden, welche der 7 Karten wir abwerfen. Wenn wir nochmal Mulligan nehmen, können wir wieder 7 Karten und dann 2 ab, was heißt abwerfen, auf the bottom, auf unter die Bibliothek sozusagen, stecken. Das ist eigentlich ganz nett, die Regelung. Doch, das ist eigentlich ganz nett, ja. Da hat man vielleicht ein bisschen mit den Mana-Problemen weniger zu kämpfen, weil man kann 7 Karten wählen und dann kann man so eine Karte, die 6 Mana kostet zum Beispiel, kann man runter in die Bibliothek, die braucht man jetzt noch nicht. Ich glaube, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, das ein bisschen besser zu machen. So, Kapitel 3 von War of the Spark, Storm the Citadel.
Across Ravnica, the districts are mobilizing to confront the Elder Dragon. United behind a common cause, native Ravnicas begin the counterattack, unleashing powerful weapons and champions of their own against the Eternals. Others set their eyes on Bolas, intent on storming his citadel and bringing him down. But as magical flare rises from the dragon's throne, the planeswalkers on Ravnica learn exactly what Bolas has planned for them. Oh yeah, the Elder Spell. Den hat er da aktiviert zu dem Zeitpunkt. Also die haben sich alle vereint. Die haben zum Beispiel Vidugasi von Selesnya haben sie wiedererweckt. Oder erweckt den großen Baum, den großen Elementar. Die haben ja Niv-Mizzet wiederbelebt und so weiter und so fort. Sie haben riesige Waffen in den Kampf geschickt gegen Bolas. Alle ihre Kräfte sozusagen mobilisiert. Die schwebende Festung der Voros-Engel zum Beispiel auch, aber ja, Nicol Bolas war vorbereitet. Und während seine Dreadhorde da gerade die Stadt infiltriert hat oder angegriffen hat und für Ablenkung sorgte, hat er dann einen Elder Spell aktiviert. Heißt, die Dreadhorde-Invasion begann die Planeswalker nicht anzugreifen, sondern zu packen, und sobald sie sie berührten, saugten sie deren Spark aus und deren Lebensenergie normalerweise auch. Ja, und die Sparks, wie man hier in dem Mosaik sehen kann, flogen dann zu Bolas. Bolas wollte mit Hilfe der massenweise Sparks seine alten Kräfte wiederherstellen. Er wollte allmächtig werden. Wieder. Weil früher waren es die Planeswalkers. Aber heute nicht mehr. Gut, The Wanderer. Samut und Sorin sind die Glass-Stained Cards, die wir hier bekommen können. Oder Styles. Außerdem 200 Gold. Legen wir los. Ah, da haben wir doch ein Removal. Da haben wir noch ein Removal. Wir haben ein Journey. Wir haben aber sonst nicht viel. das ist doch ganz nett. Aber das ist netter. Und schon wieder ein Agro-Spieler. Wo sind meine Control-Karten? Oath of Kaya ist schon mal was Controlliges. Den mach mal weg mit Oath of Kaya. Puff. So. Ein Red-Agro-Spieler. Ja. Wartet. Gibt es überhaupt was? Nö, bringt nichts. Aber wir haben 3-3. Muss mein Gegner erstmal losbekommen. Und da kommt der Blitz. Oh, das Spirit Equip. Das ist schon mal okay, weil ich krieg die Karte ja theoretisch wieder zurück. Craft Through, das ist irrelevant. Das ist einfach eine Cantrip-Karte. Gut, Hostage Taker. Ich hätte gern ein weiteres Land. Da haben wir doch ein weiteres Land. So, ich habe blau, rot, grün, schwarz, weiß. Ich habe alle Farben. Hm,
ich den Dragon's Horde nehmen. Das nehme ich aber. Okay, okay. Komm, spiel irgendwas, ich will's klauen. Dann halt nicht. Länder. Ich glaube, Länder brauchst du nicht mehr zwingend, oder? To your hand. Holen wir es wieder zurück. Wenigstens was zu spielen. Einmal rot, einmal schwarz, einmal grün, einmal weiß, einmal blau. Eine 5-5. Ich hätte natürlich das Mana offen halten können, damit ich einen Trophy spielen könnte. Oh, naja. Gerne. Dann kannst du nicht viel anderes spielen. Gedanken auslöschen. Hervorragend. Schauen wir doch mal an, was er so auf der Hand hält. Na, willst du noch was ausspielen? Der kann auf jeden Fall was spielen. Oder er kann den Prospector killen. Natürlich die Flame of Kelt, ja. Er wird den Siege Gang Commander als nächstes spielen. Aber dagegen kann ich was machen. Defending Clarion nämlich. Aber bis dahin klauen wir ihm seine Karte und spielen sie direkt. Dann hat er zwar Kleinvieh auf dem Board, aber naja, es macht nicht viel. Das können wir loswerden. Er kann auch keinen einzigen opfern, das ist das Gute. So. Opfere dich. Weiß. Grün, schwarz, rot. Passt. Weiß. Und clear mal das Board. Ja, du kannst nichts machen. Das ist kein Mana. Hä? Junge, du hast kein Mana, mein Freund. So geht's. Halt, ich kann doch nicht das zurückholen. Ach, Mist. Aber ich kann das zerstören. Sheesh.
Gebiet. Ich brauche eigentlich... Ah, das macht bloß 4 Schaden. Naja, das macht bloß 4 Schaden gekickt. Oh, mein Gegner gibt auf. Schade, ich konnte noch nicht mal irgendwas spielen. Aber ich habe Controlled. So ist es richtig. Okay, da haben wir auf jeden Fall eine gute Karte, die einen Niv-Mizzet holen könnte. Schade, wir haben kein richtiges Schockland. Oh, Proliferate. Niv-Mizzet! Ach du Schande, du bist hier nicht zu... Ja, das ist keine Ahnung. Uh-oh, Proliferate. Oder einfach Mono-Green Stompy. Mono-Green Stompy ist, glaube ich, also wenn ich was empfehlen sollte, dann empfehle ich das. Ah, ja, das ist brutal. Aber ich könnte mir schon vorstellen... Oh ja, doch, das ist eine starke Kombo. Habe ich irgendwas zum Removen? Nein, ich habe nichts zum Removen. Gar nichts. Das ist ein bisschen traurig, muss ich zugeben. Not gonna lie. Bisschen traurig. Und das Problem ist, ja, es wird doch nicht viel Großartiges dazukommen. Okay. Wenn er jetzt aber keine Counter draufsetzt. Cheat. Wollte gerade sagen, dann ist alles gut. Eine Blood Crypt. Muss ich spielen? Sonst habe ich einfach keine Kreatur. Und demnächst... Ah, shit. Die Blood Crypt hilft mir nicht, dass ich den Hinterland habe. So viel dazu. So viel dazu. Liebend gerne. Dadurch kann ich eine Niv-Mizzet spielen. Das ist natürlich auch eine Option. War blau, schwarz, rot, grün. Niv-Mizzet Reborn! Hostage-Taker, Oath of Kaya, die Spark. Das nehmen wir. Hostage-Taker nehmen wir. Okay. Discard a card. Neoform. Soderle. Wir klauen uns den... Evolution Sage? Wir klauen uns einige Sachen. Also es geht jetzt... Wird jetzt aufgeräumt. Bite. Okay. Ja, das ist auch eine gute Karte. Wir klauen... Wir spielen erstmal ein Land. Dann... Tja, wir könnten... Die spielen? Könnten wir machen, muss aber nicht. Ja, wir spielen dich. Thief of Sanity. Wir bereiten einfach den nächsten Zug schon vor. Der Pet Collector sollte keine große Gefahr darstellen. Gut, dann schauen wir mal, was unser Gegner so spielt.
Galta. Juice. Oh, falsch. Naja. Juicy. Never miss it. Jetzt habe ich gerade seine Animation angeschaut. Der Name kommt mir ultra bekannt vor, weil ja in Dragon Quest auch von Yggdrasil, dem Weltenbaum, die Rede ist. Okay, haben wir Massen Removal. Card Draw oder Card Search Engine. Wir haben Mono White Enemy. Bisher Mono White. Mono White Enemy, sehr gut. Das lieber, weil das andere kann ich zur Not untapped spielen. Muss ich aber im Moment nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Massenruf. Ich kann mit Discovery das suchen. Oh, mein Gegner. Schaut euch das an. 3-0. Ja, ist in Ordnung. Let us seek something. More cards. More card draw, please. Ocean Rain. So, spiel bitte noch mehr, dann hauen wir schön hier ein Clarion raus. Müssen wir. Oh. Okay. Okay, vielleicht. Ich habe kein Land bekommen. Das wird wehtun. Das wird richtig wehtun. Aber lieber das, als dass ich ein Problem bekomme. Ah ja, ja, das geht ins Clarion rein. Das geht auch ins Clarion rein. Sehr gut. Ah, overextended. Ich liebe es, wenn das meine Gegner tun. Kann ich es mir noch erlauben, noch eine Runde zu warten? Theoretisch. Theoretisch könnte ich das. Lebenspunkte zurück oder. To any target. Na, mach mal lieber so. Wobei, das geht auch auf any target. Chamber Sentry, der bringt mir nicht sehr viel. Mant of the Meek, sehr gut. Noch mehr rein, rein in die Clarion. Spiel mehr rein in die Clarion. Wir müssen einfach nur Geduld haben. Reine Geduld. Greedy as fuck spielen wir wieder mal. Greedy as fuck. Es sind gerade. Es könnten 9 Schaden sein. Machen wir den mal weg. Neoform. Prime Speaker Vanifer and a Neoform und Niv-Mizzet Reborn kommt. So, ich bin jetzt wirklich absolut greedy, was ich gerade spiele. Holy moly! Okay, das ist. Punish. Nicht ganz, nicht ganz. Können wir loswerden mit Angrax Rampage. Gut, wir können den nächsten Zug alles beide wegbekommen. So, die Frage ist. Oh oh, jetzt hat er genügend Länder in der Hand. Er hat
hat jetzt gewonnen, falls er allen Unsterblichkeit geben kann. Ah, ein Glück. Puh, dann erstmal alles wegbekommen. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Gut, jetzt hätte ich gerne ein Land. Ein grünes möglichst, weil ich kann sonst nicht beides spielen. Okay, du bist gefährlich. Du kannst noch nicht getriggert werden, aber trotzdem bist du sehr gefährlich. Ich komme so nicht weiter. Ich mache ein Notion Range Spiel hier. Greed as fuck, mein Leben ist so ein Forest. Ich habe hier gebraucht. Justice Strike. Ist sogar besser. Will ich eine Kreatur im Spiel haben? Nein. So, jetzt. Ja, das ist gut. Du hast nichts gespielt. Gar nichts. Vanifer! So, Search a level for with Convert Mask plus 1. Battlefield. Additional Counter. Baby, it's triple! Nivmidid Reborn! Hallo, mein Freund, jetzt habe ich dich auch mal beobachtet. Zwei Karten wegwerfen. Der Sentry, den kann ich ja wieder zu nur zurückholen und ja, so einen Mini-Goblin brauche ich dann. Das einzige Gefährliche ist bei Nivmidid. Wenn er wieder zurückkommt, das wird immer böse. Weil dann triggert wieder seine Fähigkeit. Und haut so viel Karten weg. Achso, nein, tut das gar nicht. Gut. Halt nicht. Mein Gegner weiß. Er hat ja meine Handkarten gesehen.